Guten Abend. Tja, Geimpfte sollen leuchten. Was hat das mal wieder mit dem Buch zu tun? Ihr werdet es gleich sehen. Also, angeblich sollen sie leuchten. Das Ding geht ja jetzt hier schon durchs Netz. Wie verrückt. Und zwar Luziferasen. Es gibt wirklich Luziferasen. Da gehe ich aber dann gleich drauf ein. Das sind also Enzyme, die, ja, wie bei den Glühwürmchen, leuchten. Sodass man tatsächlich Leuchterscheinung bei den Glühwürmchen hat zum Beispiel. Aber das soll auch bei Menschen und vor allem bei Geimpften sein. Gucken wir mal, was ich dazu zu gucken hatte. Dass der Ausgangspunkt war, ich hatte das von Dr. Schiffmann und dann kamen solche Kommentare. Ernsthaft? Teste das gleich bei meinem Kumpel. Guckt mal auf eure Hände, da sind aber mehr als eine Ader. Lasst euch nicht verrückt machen. Naja, klar, natürlich sind da mehr als eine Ader. Ach nee. Naja, gut. Luziferase. Ja, nee, ist klar. Ja, klar. Man weiß schon ungefähr, wer so schreibt. Und dann hatte sich Muro am meisten aufgeregt. Und zwar hätte nicht gedacht, dass Lehrer Marfi so eine Kacke verbreitet. Was für ein Spasti. Den habe ich bei mir auf dem Kanal dann rausgeschmissen. Also, da hat er sich noch ein bisschen blöder geäußert. Aber naja, es muss auch solche geben. Und ich hätte auch nicht gedacht, was uns für Leute hinterherlaufen, weil sie denken, ja, die werden es schon richtig machen. Nee, nee, machen wir nicht. Ja, so langsam befürworte ich Zensur, so langsam geht das auf keine Kuhhaut mehr. QAnon Vollpfosten, Corona-Test mit Cola, der Typ mit der Schwarzlichtlampe, nur noch Gaga, werde mich nicht impfen lassen, aber hört auf, so ein gehirngefickte Sachen zu posten, ne, und so weiter und so fort. Also, das sind dann schon solche, ne, die brauchen wir nicht. Also, ich jedenfalls nicht. Gehen wir nochmal weiter zu den eigentlichen Fakten. So, gut. Wenn man Luziferase und Impfung, das Wort bei Google zum Beispiel, eingibt, schreit einem das dann schon ein kleines bisschen entgegen. Und zwar ein RNA-Impfstoff gegen Grippe. Das fiel mir sofort auf. 2016 war dieser Artikel im Netz. Und ich habe da natürlich drauf geguckt. Und zwar haben die Konstrukteure, ich kann es jetzt. Ja, leider fehlt hier ein Stück. Die Konstrukteure von Replixixell, das ist ein Wirkstoff, also soll ein Impfstoff sein, kodierten für Antigene des Influenza-Virus und für Luziferase, mit der sich der Transport zu den dendritischen Zellen einfacher nachverfolgen lässt. Natürlich gibt es solche Kontrastmittel oder in diesem Fall auch durchaus Luziferase, um durch das Leuchten zu gucken, wie weit gehen denn die Stoffe, die wir dem Menschen da irgendwie injiziert haben, aber zu den dendritischen Zellen. Dendritische Zellen, bloß mal, das sind dann wirklich schon kleinste Zellen. Und da kann man dann nicht sagen, ja, da siehst du es hier, dicke Leuchten und so weiter. Ne? Also auf den Adern sieht man es leuchten auf der Hand. Das ist dann wirklich Käse. Ne? Also dendritische Zellen, das ist es nicht. Aber ich dachte, warte mal, guckst du mal noch ein kleines bisschen weiter. Und ich habe dann Luziferase im Impfstoff. Und zwar habe ich. Das muss man bei Google dann machen, wenn man unbedingt also dieses Wort auch mit dabei haben will. Und dann habe ich doch so einiges Interessantes gefunden. Also zum Beispiel auch wieder das, was ich eben gerade sagte. Und einen Artikel aus Vorsicht gesund, den haben natürlich dann andere schnell übernommen. Und da schreibt der Verfasser oder die Verfasserin in diesem Fall, soll heißen, dem Impfstoff werden Partikel beigesetzt, die das Enzym Luziferase enthalten, welches in der Natur Leuchtkäfer zum Glühen bringt. Also ich habe früher solche Viecher gerne mal gefangen, würde ich heute nicht mehr machen, die armen Viecher. Ich habe mich dann immer gefreut, dass sie leuchten, aber irgendwann waren sie tot und dann hörte so langsam auch das Leuchten auf. Naja gut, und so weiter. Also das soll praktisch wie ein unsichtbares Tattoo, wie eine Art Nachweis dienen. Ist der wirklich geimpft oder nicht? Ne? Also man kann ja viele Ausweise zeigen und ja, so ähnlich geht das dann durchs Netz. Allerdings. Und das ist schon von 1999. Ich habe hier bei den Patenten nachgeguckt. Wird tatsächlich, gibt es einige Patente, wo Luziferase wirklich eingesetzt wird, um in der Diagnostik eben schnell etwas zu finden, womit man sonst wirklich länger zu tun hätte. Naja gut, Luziferasen, was sind das? Das sind strukturell unterschiedliche Enzyme. Ich zitiere aus Wikipedia. Durch deren katalytische Aktivität, also katalytisch durch einen fremden Stoff bestimmt, damit es nicht gleich abbrennt, mal übertrieben. Katalytische Reaktionen sind also nicht knallgasartige Sofortreaktionen, sondern langsam gesteuerte. Und dass dadurch Luziferine mit Sauerstoff zu energiereichen und instabilen Dioxidanten und
kann man jetzt alles sich durchlesen, könnt ihr selber nachforschen. Und auch zum Thema Biolumineszenz, also das Leuchten im Bereich der Lebewesen, und wie ich schon angedeutet habe, das findet ihr dann auch alles. Lucifer ist eigentlich der Lichtbringer, so hatte ich den mal in Erinnerung. Und ja, hier steht auch Luciferine, abgeleitet von lateinisch Lucifer, lichtbringend. Siehst du, da haben wir es. Stimmt. Ja, gut. Weiß man. Wenn man es nicht weiß, ist es auch nicht schlimm. Man kann alles nachlesen. Deswegen ist das gar nicht mal so blöd, die Idee. Und ob der Kerl sich jetzt hier mit irgendwelchen, sagen wir mal, Stiften irgendwas raufgemalt hat, um dann hier irgendwie Hektik zu verbreiten oder so weiter, das möchte ich dem Mann nicht unbedingt unterstellen, aber durchaus denkbar wäre es. Umgekehrt wäre es auch, weil es ja Dr. Schiffmann veröffentlicht hatte auf seinem Telegram-Kanal, umgekehrt wäre es natürlich auch denkbar, dass auf diese Art die Leute dann ja, zum Nachdenken oder angeregt werden oder verunsichert werden sollen. Alles ist möglich, deswegen macht euch selber ein Bild und schimpft nicht so rum wie Muro. Muro ist, ich weiß nicht, was das übersetzt heißt, doll kann es nicht sein. So geht man nicht bei. Also, wie gesagt, möglich ist alles, aber erscheint mir doch wirklich tatsächlich albern. Nehmen wir doch ruhig denjenigen, der da gesagt hat, das teste ich morgen bei meinem Kumpel, wahrscheinlich kennt er einen Geimpften. Und von den Geimpften kennen wir ja mittlerweile mehr als von den Kranken oder Gestorbenen. Also insofern könnte man ja durchaus mal beigehen und sagen, ja, dann leuchte ich mal mit einer Schwarzlichtlampe. Wenn ihr diese Ergebnisse habt, dann kommentiert hier. Wenn ihr sie nicht habt, dann lasst die Kommentare weg, weil das wird mir dann zu dämlich und ich lösche dann einfach oder ich schalte dann die Kommentarfunktion wieder ab. Es wird ja eh immer dämlicher, was da alles so kommentiert wird. Na dann, ich wünsche euch schön was zum Nachprobieren, zum Ausprobieren und dann natürlich auch eine gute Nacht und habt einen schönen Start in die Woche. Bis dann. Tschüss.